Drei Spiele an einem Abend in der National League, das ist schon ein Haufen. Und wir sehen etwas ganz Spezielles. Der Melvin Niffler in der Retro-Masken aus den 80er Jahren. Ja, die Rapperswil und Lakers, die sind heute in der gelben Vintage-Liebli antreten zum Spiel gegen den HC Ambri Piotta, den Marco Bühr bei uns. Hast du eigentlich auch mal so eine Maske angefangen? Wo du angefangen hast, Hockey spielen in den 80er Jahren? Nein, ich hatte immer einen Helm mit Gitter. Ja. Aber geil, weißt du, gefährlich? Ich weiß jetzt nicht. Mit dem Tschüss sind sicher noch nicht so scharf gewesen, mit den Holzstöcken noch, denkst mal. Da hast du einen Schuss mit 160 km/h an dieser Maske. Seit der Goalie. Und bei uns ist der Alex Schattle, der als Stürmer die Hockey-Welt natürlich unsicher hat machen. Wann hast du zuerst mal hochschiessen, in welchem Alter? Du hast gerade richtig gesagt, wer hat welchen machen. ja, das ist so. Also, ich mag mich erinnern, wenn früher auf dem öffentlichen Eislauf haben wir immer den Böck aufgestellt und nachher so einen dran geschlagen, damit er dann hoch ist gekommen. Sonst haben wir es nicht hergekriegt am Anfang. Ja, heute schauen wir uns die besten Aktionen an, die wichtigsten, die entscheidendsten Aktionen aus diesen drei Spielen, die stattgefunden haben. Zum Beispiel beim Match Genf-Servet gegen die SCL Tigers. Da ist die Aktion am Anfang gestanden von einer Entscheidung. Und zwar das Foul, der hoche Stock von Flavio Schmutz. Der hat sein Werkzeug nicht im Griff gehabt. 2+2 Strafminuten kassiert. Und das hat sich gerecht, weil Genf Servet, Alex, ist sehr stark im Powerplay. Ja, sie haben da eigentlich sehr spezielle Varianten gehabt, nämlich dass der Vatanen am Schluss auf der Grundlinie steht, sehr schnell gespielt auf der Vermin, wo offen ist, sehr schwierig für Langnau zum Verteidigen gewesen, aber das Spezielle daran schon, dass der Vatanen als Verteidiger näher unter der Grundlinie ist und den Pass kann spielen und dann vom Vermin sehr schnell und präzise abgeschlossen. Frühe Führung für das Heimteam von Genf Servet. Schwierige Situation natürlich für die SCL Tigers, da so früh in Rückstand geraten. Aber sie können den Ausgleich erzielen. Der Sebastian Schild, der Verteidiger, war es, der den Treffer in der 14. Minute, Marco. Genau, die Scheibe ist nachher aufgekommen. Also jetzt leitet man hinteren. Der Schild schiesst. Wir müssen mal schauen, der Traffic. Also wie viel Verkehr das vor dem Goalie gehört, vor dem Niffeler dort. Er sieht die Scheibe sicher nicht, gespürt, dass sie irgendwo durchwischt. Und dann geht sie zwischen den beiden durch. Auch wenn sie langsamer kommen wäre, dort vor der Linie, hat wahrscheinlich der Person die Scheibe dann noch ins Goal spediert. Aber es war nur einen Moment lang ausgeglichen in diesem Spiel, weil Genf war deutlich überlegen. Er hätte schon im ersten Drittel 2-1 in Führung gehen, der Wermin nicht getroffen. Und da springen wir ins zweite Drittel. Und wir sehen in der 26. Minute, der Marco Maurer in Aktion, der zum ersten Mal trifft in dieser Saison. Da kommt er. Ja, auch hier wieder recht viel Verkehr vor dem Goal. Zwar von eigenen Spielern, aber das ist eigentlich für den Goalie am Schluss fast ein bisschen irrelevant, wer das in die Sicht nimmt. Das Mal war es ein eigener mit dem Ernie und der Scheibe nicht gesehen. Und schwierig für ihn aus meiner Sicht. Mhm. Gehen für den Lauf der letzten 8 Spiele haben sie haben 6 gewonnen, noch im alten Jahr erfolgreich gewesen und den Schwung jetzt können mitnehmen. Die können jetzt immer besser zu laufen eigentlich. Ja, das habe ich aber irgendwie auch erwartet. Also ich habe mir viel mehr Hoffnung von Genf eigentlich über die ganze Saison bis jetzt. Es ist gar nie richtig rund gelaufen und das ist jetzt das erste Mal so ein bisschen, wo sie einen Lauf haben. Und bin richtig gespannt, wie weit das dann weiterziehen können und wie stark das dann auf die wichtigsten Phasen dann sind. Ja, und ihre Topspieler geliefert. Tömmernes haben wir immer wieder gesehen, Daniel Winnick haben wir immer wieder gesehen, aber auch der Sami Vatanen haben wir immer wieder gesehen. 3 Scorepunkte hat er sich heute gut schreiben lassen. Da sehen wir das Powerplay. 33. Minute, das 4-1. Ein Laserschuss. Also Wahnsinn, wie gut dass er da trifft. Und sehr präzise. Unhaltbar eigentlich aus meiner Sicht. Ja, ich sehe es auch so. Und generell, Genf hatte anfangs sehr so extrem Probleme gehabt mit Verletzungen. Es sind so ein bisschen Negativstrudel gekommen. Und jetzt sind die Leute, wie jetzt so Richard zum Beispiel, sind wieder zurück. Ein paar Spiele gemacht, kommen langsam in den Rhythmus. Und das sieht man. Sie haben durchaus Qualitäten, was man ja letztes Jahr schon gesehen hat. Darum hat man noch mehr erwartet. Und ja, bin wieder Marco gespannt, wie weit das noch geht. Ich wundere, wie das ein anderer Marco noch gesehen, nämlich den Marco Maurer. Der ist jetzt im Interview beim Andreas Hagmann. Marco Maurer, klar ist natürlich Aufgabe. Das ist nicht so viel Goal, heute mal eins gegeben ist in dieser Saison. Hat man als irre Rolle fast noch mehr Freude oder wird man sogar noch mehr gratuliert? Wie ist das, wenn man mal das Goal trifft? Ja, das ist schon. Ich meine, das können wir so, oder wir können jetzt so zu meiner
Sachen, die ich machen muss. Aber es gehört immer dazu, dass man dem Team helfen kann. Ich meine, jedes Mal, wenn man ein Goal schiessen kann und das Glück hat und es geht rein, dann ist es gut. Und da freut man sich natürlich mehr. Und vielleicht heute freut man sich noch ein bisschen mehr, weil wir haben am Morgen einen Witz gemacht und ich habe den Stock geschnitten. Und jetzt ist sie mal rein, ja. Das heisst, nächstes Mal wieder schneiden, oder was? Nein, jetzt lerne ich so. Jetzt schneide ich nicht mehr. Sonst ist er dann zu kurz. Sanders, aber auch defensiv läuft es auch immer besser im Team. Das war nicht immer so in dieser Saison. Kommt das mit dem Selbstvertrauen von alleine gehen? Oder was macht Genf grundsätzlich auch besser, dass man auch eben defensiv viel, viel weniger zulässt? Ja, ich glaube, wir haben die letzten zwei Jahre schon gezeigt, dass wir eigentlich defensiv eigentlich absolut unsere Stärke sind. Und, wir haben ein bisschen den Tritt verloren in dem ganzen Anfangssaison. Wir sind ein bisschen hineingelaufen. Ich weiß nicht, was genau war. Und, jetzt haben wir das Ganze wieder gefunden und die Position, die wir spielen sollten, spielen wir wieder. Und ja, logisch, wenn wir vorne einen Goal machen, fällt es ein bisschen einfacher, wenn wir, anstatt dass wir hinten zwei, drei überkommen und am Anfang oder was auch immer. Aber gut und ganz spielen wir jetzt viel besser defensiv und das hilft uns sicher, dass wir so Erfolg haben. Merci vielmals. Merci. Ja, schon eine spezielle Situation Genf mit dem Coach Jan Gadieu und vor allem mit dem Assistenzcoach, mit dem ehemaligen Trainer der SCL Tigers, der jetzt auf dieser Seite ist. Und ja, sie auch seine Inputs kann bringen, der Ricard Franzén. He? Auf jeden Fall. Ich meine, er war ein sehr, sehr guter Verteidiger. Er hat bei uns auch mal noch gespielt in Bern. Und eine super Persönlichkeit. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er dort ein bisschen auf das Defensivverhalten schaut und dass der Genfer jetzt auch gut tut. Für mich ist auch noch ein wichtiger Punkt, der Deklo ist schon länger verletzt oder spielt nicht. Und gleich performt die Mannschaft. Also das heisst, die Goalies, die dort spielen, Riefeler war, Zurkirchen, die werden auch defensiv sehr gut unterstützt von der Mannschaft. Und ich glaube, wenn dann der Deklo wieder retourkommt, sind sie noch ein stärker. Aber auch der Sportchef muss wirbeln, dass da die richtigen Leute richtig verfügbar sind. Und mit dem Sportchef von der SCL Tigers werden wir dann reden im Backcheck der Tag. Der Marc Eichmann wird sich in unsere Runde zuschalten, weil ja, wie lange läuft im Moment wirklich nicht so viel. Also Jason O'Leary und seine Truppe, die bringen es im Moment einfach nicht auf die Reihe. Nein, sie waren heute auch völlig chancenlos gewesen. Also wirklich nichts vom Spiel, kann nie nur einen Hauch von einer Chance zum Punkt holen verlangen auch heute. Und ja, sie müssen sich schon noch irgendetwas überlegen, sonst gibt es doch auch noch eine lange Saison, auch wenn es eigentlich nicht irgendeine Gefahr gibt für eine Liga-Quali, aber trotzdem, wenn du dann einfach nur noch irgendwie spielst, das gespielt hast, ist dann auch nicht mehr lustig. Das wird uns genau eben wundern, wie geht man mit dieser Situation um. Der Marc Eichmann auf dem Heimweg von Genf wird er sich in unseren Backcheck-Tag einschalten, das dann später im Programm. Jetzt gehen wir zuerst zu den anderen Spielen. Gehen wir zuerst nach Lausanne schauen. Die Wattländer haben gewonnen, wieder gegen Bern daheim. Haben sie auch heute Abend können den Sieg feiern. Und der Martin Gernat, der hat da ganz wichtige Rolle gespielt. Der Verteidiger, der da als Goalie rettet. Das muss man sich schon einmal anschauen. Tobias Stefan müht sich da ab gegen den Daugavinci. Und hinter ihm fühlt sich aber langsam das Goal mit dem Verteidiger. Ja, da war jetzt die Rollenverteilung. Der Stefan als Goalie war dort die Verteidigerposition. Er hat probiert zu blockieren. Und hinten dran hat der Gernat die Goalie-Position eingenommen. Hat es auch super gespielt. Er hat die Schlittschuhe ein bisschen parallel gestellt. Dann mit dem Fanghändchen. Perfekte Cheaper. Riesenfang am Parade, das war ja. Von Martin Gernat. Und den sehen wir gerade nochmal in Aktion, weil er hat dann eben auch noch für das erste Goal gesorgt. Der grosse slowakische Verteidiger, der sich da in den Angriff einschaltet. Ja, sicher nicht optimal der Scheibenverlust in der Offensivzone. Dann kurze Überzahlsituation. Berner versuchen zwar schnell zurückzukommen. Und nachher der Philipp Wüttrich sieht auch nicht ganz glücklich aus. Aber sicher auch hier das Hauptproblem, der Fehlpass in der Offensivzone. Das alles in der 15. Minute. Und jetzt reden wir über einen, den haben wir ja lange nicht mehr gesehen auf dem Eis. Dustin Jeffrey. Am 16. Oktober hat er das letzte Mal gespielt für den SCB. Das war das Heimspiel gegen Gambri. Zwei Assists hat er sich dort gut schreiben lassen. Verletzt gsi, ausgefallen. Heute hat er das Comeback gegeben. Und das 1-1 geschossen. 19 Minuten 33 im ersten Drittel sind gespielt, als er getroffen hat. Genau, da hat B.A. Gerber von hinten die Scheibe aufs Goal gebracht. Und das ist der Jeffrey am richtigen Ort gestanden, hat die Position können verteidigen, wo er steht. Und dann die Scheibe da abprallen, die es gegeben hat. Beim Stefan, weil er jetzt schon vorher ein bisschen abgelenkt worden ist.
die Scheibe hat können versorgen. Sehr eine ausgeglichene Partie gewesen, zwei Mannschaften lange Zeit auf Augenhöhe. Bern ist durch den Cahun 2-1 in Führung gegangen, aber dann hat der Gernot wieder einen Angriff angekurbelt für Lausanne und so den Ausgleich eingeleitet. Da ist er. Ja, nicht ganz optimal in der neutralen Zone, wo der Verteidiger aufstehen will und nicht sieht, dass aus dem aus einer 2-1-Situation entsteht. Anderson, der noch versucht zu retten, was zu retten ist, aber er kann natürlich auch nicht von Anfang an Druck machen, wenn eben dort noch ein Lausanne-Spieler in der Mitte ist und er einen sehr guten Schuss. Ja, das ist der Francis Paré. Der ja für Weißrussland spielt, in Kanada geboren, der die Nation gewechselt hat, Lausanne unterstützt und das 2-2 schiesst. Und jetzt gehen wir ins dritte Drittel rein und dort hat dann Lausanne das nächste Goal geschossen. Und da fragt man sich schon, wie viel Platz hat man denn da so vor dem Berner Goal, der Jason Fuchs, der trifft. Ja, und es hat eigentlich schon vorher angefangen, der Augenwinz, der hier auch noch auf den Sekac schaut, obwohl das der Henauer eigentlich schon bei ihm steht. Durch das, wie es halt oft ist, gibt es Verkettungen von Fehlern. Und Thomas, der eigentlich zuerst beim Fuchs steht, lässt den auch noch gehen. Und dann hat er viel zu viel Platz. Und kann näher der Abpraller, wo der Wüttrich dann auch nichts mehr machen kann, buchen. Cody Elman hat 4-2 geschossen und dann erst ganz kurz am Schluss Simon Moser noch 4-3. Also Lausanne hat das am Schluss dann doch ziemlich klar können heiten. Und Jason Fuchs, der Mann, der das Goal gerade geschossen hat, den wir uns angeschaut haben, wenn wir jetzt hören im Interview beim Herbert Zimmermann. Da steht der Mann vom Match-Winning-Goal, der Jason Fuchs. Es war aber eine recht harzige Angelegenheit, bis sie sich endlich in die Ruhe setzen konnten. Ja, es ist auf jeden Fall nicht unser bestes Spiel gewesen, aber wie man sagt, schlussendlich sind die drei Punkte am wichtigsten und es war ein sehr hartes Spiel gewesen, und wir haben unbedingt die drei Punkte wollen. Jetzt ist sowieso jedes Spiel sehr wichtig. Ja, eben, Sie sagen jetzt, es ist sehr wichtig, aber die Situation für Lausanne ist ja eigentlich relativ komfortabel, oder sind da einfach schlechter dran, als das gedacht haben im Moment? Ja, ich meine, es läuft nicht immer optimal. Ich glaube, wir haben viel besser hier in der Garderobe. Wir haben eine viel bessere Mannschaft, als wo wir jetzt stehen. Und darum sage ich, dass das ein wichtiges Spiel war. Wir wollen rauf, wir wollen im Top 6. Das ist unser Ziel jetzt bis Ende Saison. Jetzt haben wir zum dritten Mal zuhause der SCB geschlagen. Das muss man ja auch mal zuerst klaffen, oder? Ja, klar. Es gibt immer Mannschaften, wo du ein bisschen mehr Mühe hast als andere. Und, ich glaube, auch heute Abend haben wir den Job gemacht und wie ich gesagt habe, so ein 6-Punkte-Spiel sind so wichtig, vor allem jetzt mit dem Punktschnitt. Und geil, dass wir die drei Punkte geholt haben und jetzt weiter am Sonntag. Okay, merci vielmals, viel Glück. Ja, und darum steht Lausanne eben vor dem SCB in der Tabelle. Jetzt müssen wir schon über Berno reden, der jetzt viermal hintereinander verloren hat. Sie kommen halt wieder nicht mehr vom Fleck. Ja, ist natürlich total unglücklich, weil das, was die Wirte bringt, sind nur Punkte. Nicht ein schönes Spiel oder hast du gut mitheben können, was ja war. Also auch heute Abend, sie haben gut gespielt, sie haben mehr Schüsse aufs Goal gehabt als Lausanne. Sie haben eigentlich vieles richtig gemacht. Aber die kleinen Details, wie jetzt zum Schluss bei dem Goal vom Fuchs, das sind fünf Berner, sind wirklich im eigenen Slot gewesen, sind rum gewesen, aber nicht in der Innenposition. Und man hat den Böck und den Scheibenführer nicht attackieren können. Und die sind dort durchgelaufen und das war natürlich brutal. Das andere Spiel, das man gegen Biel hatte, war natürlich unglaublich. 7-7 geht in die Verlängerung, verliert. Man war dabei gewesen, macht zuerst mal 7 Goal in Biel. Als ich dabei war, glaube ich, nie geschafft. Aber das ist einfach gut, aber es ist zu wenig gut zum Punkt holen. Und die anderen Teams merken das, spüren, dass sie momentan nicht einen Lauf haben und probieren das und tun es auch gnadenlos ausnutzen. So sind sie Frank 10 halt. Und ja. Ambre hat heute gewonnen. Ja. Ja, also ich kann eigentlich nichts mehr dazu sagen, als der Marco das gesagt hat. Sie brauchen unbedingt die Punkte. Und Ambre jetzt mit dem Sieg sitzt im Nacken. Und da müssen sie dann schon noch Punkte holen, damit nicht Ambre, der jetzt einen extrem wichtigen Erfolg können feiern, plötzlich aufschliessen kann.
Ambri, der heute gewonnen hat bei der Rapperswil-Iona Lakers. Und das ist eine spezielle Geschichte. Das war der erste Match für die Lakers. Nach 23 Tagen Pause sind sie in diesem Jahr das erste Mal auftreten, dass sie den gelben Vintage-Liebli, das Team aus den 80er Jahren erinnert hat von den Lakers, die damals in der Nationalliga B gespielt hat. Und es ist die grosse Frage, wie kommt da Rapperswil-Iona aus der Garderobe raus? Und sie sind wirklich gut gestartet. He? Ja, eigentlich überraschend. Für das, dass sie so lange Pausen hatten, nach einem Teamtraining, haben sie hier einen super Start hergelegt. In diesem Einsatz der Diuse, der sehr stark war. Schon ganz kurz vorher hatte er eine gute Chance gehabt. Und auch noch der Eckenberger, der den Abpraller der Bande verwerten konnte. Ja, Dan Tangnes hat doch gesagt, wo der Eva Zug im ersten Drittel da gespielt hat, in Ambri und Mücken, ja, da haben wir uns rostig gefühlt und so weiter. Aber eben, das war überhaupt nicht bei den Lakers. Sie sind eigentlich so gekommen, wie wo man sie das letzte Mal sieht. Am 22. Dezember ist das gewesen. Du hast noch eine andere Szene, die das zeigt, auch mit welchem schon natürliche Selbstvertrauen, dass die Lakers auch da wieder zurückgekommen sind, was sie sich erarbeitet haben. Ja, genau. Sie hatten wirklich einen erstaunlich guten Start gehabt. Das ist sicher nicht einfach. Die Vorbereitung für so ein Spiel ist doppelt wichtig. Und ich habe diese Szene hier rausgepickt nach knapp 6 Minuten oder um die 6 Minuten herum, wo der Cervenka Zone-Entry hat mit dem Albrecht zusammen, nachher den Böck wieder gewinnen kann. Und es steht zu diesem Zeitpunkt schon 1-0 für Rappi und könnten da das Spiel in die gewünschte Bahn lenken. Und dann habe ich das Gefühl, wenn wir es jetzt mal langsam laufen lassen, da super schönes Bässli auf den Lammer, wo nachher aber vielleicht ein bisschen zu verspielt ist, nicht gerade abschließt und der Böck nochmal zurück zum Cervenka spielt. Natürlich, wenn es aus dem aus ein Goal gibt, dann ist es absolut ein Highlight-Goal. Aber es gibt halt keins, weil wir dann weiterlaufen lassen. Wird der Böck dann geblockt, kommt raus. Und wenn wir es dann normal laufen, geht er in die Zone raus und die Szene ist eigentlich vorbei. Aber im Nachhinein muss man sagen, dass das vielleicht wirklich schon eine matchentscheidende Szene war, wenn in dem Moment Rappi nochmals ein Goal schiesst, 2-0, super Start nach dieser Pause. Und dann kommt er vielleicht Ambri nicht mehr so ins Spiel, wie sie es vielleicht vorne geschafft hätten, wie sie es sonst nachher geschafft haben. Und fast ein bisschen zu verspielt, zu viel Selbstvertrauen vielleicht in dem Moment. Und ist dann halt in die andere Richtung. Ist Ambri besser ins Spiel gekommen und hat den Match können kehren und hat näher auch wirklich gut gespielt. Das muss man auch sagen. Ambri hat wirklich sehr gut näher ins Spiel gefunden und Rappi hat eher ein bisschen abgebaut. Also Rappi muss mit dem ganzen Selbstvertrauen schauen, dass es eben nicht übertreibt. Und Ambri hat sich wirklich müssen in diesen Match reinkämpfen. Und das haben sie auch gemacht. Den Biss haben sie gezeigt, obwohl sie zuletzt eben nur Niederlagen kassiert haben. Und wirklich typisch darum eben die Szene mit dem Goal von Daniele Grassi. Ja, ist ja nichts Schönes, so ein Goal, aber die zählen genau gleich. Und enorm wichtig war der Effort dort. Man hat die Zweikämpfe vor dem Goal angenommen, man hat sie auch gewonnen. Und jetzt sieht man dann nachher gut, wie die Scheibe eigentlich noch vor das Goal gespielt wird. Dann schlitt schon von Niffler an und nachher der Grassi um jeden Preis hat das Goal schiessen. Jetzt kommt die Scheibe, liegt vor dem Ding und dann kann er noch Sekunden später, weil der Rappi-Verteidiger da war, hat die Scheibe weggeputzt. Also, wir halten fest, Marco Bührer findet so viel Besuch, mag es leiden im Torraum drin. Ja, der Goal ist nicht bedrängt worden aus meiner Sicht. Das ist irgendwie, also in jeder Gelegenheit versucht, den Goalie zu schützen und jetzt sagst du so etwas. Ja, was soll ich da noch sagen? Ich meine, das wäre ja lächerlich, wenn ich da noch wieder den Goalie in Schutz nehme. Apropos spezielle Szene. Ambri hat ja schon spezielle Goal geschossen am heutigen Abend. Zum Beispiel auch das von Peter Regin. Gerade zum Start vom zweiten Drittel. Er probiert es einfach einmal und er verwünscht den Eifler. Ja, es ist sicher wichtig jetzt gerade für Ambri, dass auch die Ausländer die Torproduktion ankurbeln können. Das ist bis jetzt noch nicht so gelungen. Und hier der Regin, eine gute Zone-Entry mit Speed, wo der Verteidiger kann, Jelovac war es, glaube ich, kann überlaufen.
reinziehen und dann Niffeler so gut, wie er sonst immer war oder auch heute war, sicher nicht ganz glückliche Figur gemacht. Aber Golf verschoben, keine Rolle gespielt. Die Schiri sind sie noch anschauen, genau. Wenn wir an dieser Stelle noch erwähnen. Und haben dann das Goal abgegeben. Ja. Jetzt kommt dann gerade eben das nächste. Da haben wir es schon. Kurz vor Ablauf der Zeit, McMillan. Und das ist ein bisschen das Thema bei Ambri, dass heute eben die Importspieler können jubeln. Ja, das war super. Der Zug jetzt zum Goal, dass er da noch reinschneidet. Ein sensationeller Pass von hinten führen. Dann kommt er mit Speed. Nimmt eigentlich den Verteidiger außen hier und zieht ihn und hat nicht Angst, dass er irgendwie dort in den Jackie läuft, sondern zieht ihn weit. Und der Niffeler probiert mit dem langen Bein dort noch zu strecken, zum Zutun, aber der McMillan ist viel schneller. Ja, und es ist auch sehr interessant in dieser Szene, wenn man die Auslösung angeschaut hat, dass es sind drei Spieler von Ambri sind eigentlich hinter der eigenen Torlinie. Und der Verteidiger spielt nach so einem langen Pass führen auf den McMillan, wo er mit Speed kommen kann. Also ich weiß nicht, ob das so geplant war, weil eigentlich hat das Timing, oder sie sind sehr weit auseinander und das Timing hat eigentlich überhaupt nicht gepasst. Aber jetzt ist es für Ambri und den McMillan da perfekt aufgegangen. 15-2 gewinnt Ambri Piotta heute Abend in Rapperswil-Jona. Ein enorm wichtiger Sieg ist das also für die Leventiner. Und wir wollen vom Dario Bürgler wissen, wer das Ganze einschätzt. Der ist im Interview beim Thomas Rottmeier. Dario Bürgler, am Anfang des Spiels haben wir fast ein bisschen Angst haben, Ambri. Was hat man nachher besser gemacht im Verlauf der Partie? Ja, ich glaube, wir haben uns vorgenommen, dass wir ihr das Konterspiel nicht füttern, dass wir die Scheibe hinten rausbringen und vor allem auch in der neutralen Zone die Scheibe hinter ihre Verteidiger. Und am Anfang ist das zwei, drei Mal nicht gelungen. Und, sie machen das sehr gut. Sie schalten schnell um und sie beißen sich nachher einem Drittel fest. Und, ja, es ist sicher ein Ausgleichsgoal, hat uns ein bisschen Wind gegeben und ab dann haben wir, glaube ich, gut mitgespielt und immer auch unsere Chancen gehabt und ja, ist schön, jetzt klappt heute. Ich glaube, wir haben immer wieder mal einen guten Match drin gehabt, wo wir auch mal gewinnen können, aber heute haben wir über 60 Minuten oder fast 60 Minuten konzentrierte Leistung angebracht. Erste Sieg von Ambri Piotta in dieser Saison gegen Rapperswil-Jona Lakers. Die wären gerne natürlich anders gestartet, ist klar. Vor allem, weil es heute eben auch ein spezieller Match war in diesen gelben Leibli. Und der Melvin Niffler hat ja noch mit spezieller Maske gespielt. Und darum wenn wir sicher jetzt auch noch über das reden. Thomas Rottmeier hat den Goalie von den Lakers bei sich. Melvin Niffler, es war eine lange Pause von den Lakers. Aber man hatte in den ersten Minuten das Gefühl, die hat euch nichts angetan. Uns hat es dann doch nicht so ganz geklappt in diesem Spiel. Ja, wohl. Ich habe gefunden, es ist genau das Spiel, das wir erwartet haben. Ambri war im Schuss, sie hatten schon drei Spiele gehabt. Das haben wir auch gesehen. Und ja, wir haben die kleinen Sachen einfach nicht richtig gemacht. Wir haben, defensiv sind wir nicht gut gestanden, das Boxbrett nicht funktioniert, wir haben dumme Strafen genommen. Ja, es ist nicht optimal, aber wir müssen hier keine Ausreden suchen. Wir müssen schauen, dass wir morgen wieder reinkommen. Weil alle haben eine Pause gehabt irgendwann und jetzt gilt es einfach wieder zurückzukommen. Die Maske, glaube ich, der dürfen wir nicht Schuld geben, oder? Aber ist es nach so einem Spiel, gibt man sie eher ab? Nein, ich denke, es ist eine wunderschöne Maske, die ist jetzt versteigert worden. Und ich habe sie ja schon mal gespielt vor zwei Jahren, dort habe ich kein Goal bekommen, von dem her glaube ich nicht, dass wir es auf die Maske schieben können. Maske, die vom Rolf Knie designt worden ist und alles wird versteigert für einen guten Zweck. Auch die Liebli, die die Lakers heute Abend angehauen, Rapperswil-Jona heute also drum in Gelb, aber auf der Seite der Verlierer. Und jetzt schauen wir uns schnell an, die drei Spiele vom heutigen Abend in der Tabelle. Da ist nämlich etwas Interessantes passiert, weil das kann jetzt eben so sein, bei Punkten pro Spiel, dass eine Mannschaft, obwohl sie nicht spielt, den anderen eben überholt. Ah, das ist aber gleich nicht passiert. Da habe ich gemeint, Biel sei vor Rappi, aber schau mal, 0,03 Differenz ist immer noch übrig. Aber dort ist also zusammengerückt, Lakers auf dem dritten Rang. Dann immer Biel und Davos und ZSC Lions auch in den direkten Playoff-Plätzen drin. Da ist eben immer die Frage der Abstand zwischen den Lions und Lugano und eben auch Lausanne, wo dort jetzt näher herangekommen ist. Und Bern, ja, mit diesen 1,31 hat jetzt da der Anschluss ein bisschen verloren, die anderen Teams. Und Ambri mit 1,16 Punkte hinten dran. Wenn wir uns die anderen Punkte noch anschauen, die uns quasi noch ein bisschen mehr zeigen, wie der Abstand ist zwischen denen, ja, dann sehen wir die im Moment eben gar nicht. Das sind ja die Spiele da vorne. Ja, es gibt nur noch Punkte pro Spiel.
als ein Buchhalter. Wie gross ist das Polster, das Bern noch hat? Ja, sie haben schon ein bisschen Polster. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Mal das verlierst, oder? Und wie viel Mal das die anderen gewinnen. Aber es ist schon ja, so komfortabel wie vor dem Spiel ist es jetzt schon nicht mehr. Super Aussage, danke Marco. Aber es gibt noch mehr gute Aussagen von meinen zwei Gästen. Wir sehen jetzt gerade im Backcheck der Tag, wo wir den unterstrichen, noch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ich würde uns freuen, wenn ihr dort wieder mit dabei wärt. In ein paar Minuten geht es schon weiter. Bis gerade.